Wir sind immer in deine Fiat Punto gefahren und plötzlich kriegen wir eine Ferrari geschenkt für 3 Tage und wir haben die Möglichkeit, Superstücke zu arbeiten und mit denen zu proben. Und wir haben als Kontingentin nicht so oft Möglichkeiten, mit Profi-Ensemble zu arbeiten, besonders als Studenten. Mit dem Orchester ist das ein bisschen einfacher, weil jeder Orchester ist ein Profi-Orchester. Aber im Bereich Chor ist es ein bisschen schwerer und es gibt weniger Möglichkeiten zu probieren, wie ist die Welt der Profi-Chormusik. Also das gehört noch nicht so zum Studium. Und diesem Dirigentenforum gibt uns diese Möglichkeiten hier mit dem Reas. Das war wunderbar. Wir haben auch andere professionelle Rundfunkhöre das gemacht. Und es ist immer für uns eine Ehre, weil es ist einfach eine tolle Erfahrung. Eine Stunde hier hat Wert wie einen Monat normaler Unterricht. Ja, man denkt immer, dass es ein riesiger Unterschied ist zwischen Orchester und Chorregieren. Dabei ist es doch sehr vergleichbar. Die Anforderungen sind sehr ähnlich. Allerdings ist es eben so, ein Orchester, man kann die Noten aufschlagen und gleich die Literatur vom Blatt spielen, prima vista. Und ein Chor braucht eine gewisse Zeit, um das in die Stimme zu bekommen. Also ein Sänger singt in einem anderen Tempo dann die Partitur, der singt auch die Töne richtig. Aber es gibt viele physiologische Dinge zu betrachten und zu berücksichtigen, die stimmliche Gegebenheiten. Und das ist natürlich die besondere Herausforderung, wie man das in Einklang bringt mit seiner musikalischen Vorstellung, dass es eben das natürlichste Instrument ist, das der Mensch eben in sich trägt. Ich sehe mich als Dirigentin und fast alle Chordirigenten würden sagen, das auch, weil natürlich Chor ist ein anderes Instrument als Orchester und die haben auch andere Probleme, aber wenn man symphonische Musik machen will oder auch wenn man rein a cappella, muss man die gleichen Gedanken, als wenn man mit Orchester arbeitet. Also das sind die gleichen musikalischen Fragen. Am Schluss muss man andere Probleme kennen, dass die Sänger haben statt die Musiker, aber ansonsten würde ich sagen Dirigent.